fettarm. Zwiebel habe ich schon vorgehackt. Die kommt halt jetzt mit dazu. Markus, guckst du mal, Salz? 4 Gramm. So, das ist wieder unser berühmter Knoblauchpfeffer. Wir haben auch frische Knoblauch da, aber das ist jetzt ich habe 4 Gramm Salz. Normal bei Frikadellen oder Frikadellenmasse kommen natürlich auch wieder Eier mit dazu. Und in der Diätphase verzichten wir auf die Riemen, sondern. Dein Wort in Gottes Gehör. Das ist der Rule. Ich kann die Jordan. Das erste, was ich mal lerne, hier Dani, komm mal aus dem Dings geschluppt und dann will ich die Jordan. Wir können das ja jetzt auch mal so machen. Wir machen jetzt verschiedene Gerichte gleichzeitig. So. Wir haben jetzt so praktisch hier die Tartarmasse. Das soll ordentlich durchgemengt werden, so wie vorhin bei dem Hähnchenhack. Pass auf. Oder vielleicht noch Rasen gemäht. Mein leckerer Rucola-Salat. So. Tatar. Jetzt habe ich hier auch schon vorbereitet. Paprika, wenn es geht. Alle Kerne raus. Und. Sieht aus wie ein Penis. Du bist vielleicht doof. Gefüllter Penis gibt's heute. Und ordentlich da. Der wird nicht gegessen, der wird nur gelutscht nachher. So. Das ist die erste Paprika, die wächst beim Essen. Gelutschte Paprika. Pfui. Ich mach gleich mit Freund. So, jetzt gehen wir mal darüber. So. Da hinein. Die wird dann reingelegt. So. Kommt auf der Herd. Die wird halt kurz angeschwitzt, angebraten. Und dann nachher nur noch mit Wasser aufgegossen und wird dann praktisch da drin geköchelt. Da sind unsere gefüllten Tomaten. Die Tartar kann man natürlich auch für die gefüllten Tomaten nehmen. Die dürften jetzt so fast fertig sein. Die nehmen wir dann gleich mal raus und dann gucken wir uns die genauer an. Als nächstes, gut, aus der Masse kann man jetzt auch wieder Frikadellen machen. Habe ich euch schon ja gezeigt, wie das halt funktioniert mit dem Hähnchenhack. Brauchen wir jetzt nicht nochmal Frikadellen machen. Dann machen wir jetzt Bolognese. Bolognese kennt eigentlich jeder. Immer wieder unser fettfreies Spray zum Anbraten. Was wirklich gut ist, wenn man Blähungen hat oder Bauchschmerzen, ist jetzt kein Scheiß. Das ist immer so ein Aktivjahr. Geht zum Bauch gleich viel besser. So, Wasserkocher kocht, damit man halt nicht zu viel Zeit verliert. Einfach nur mit dem kochenden Wasser. So, jetzt gucken wir mal, ob der Deckel auch das alles mitmacht. Deswegen, ja, mein scharfes Messer.
Jetzt haben wir hier schon vorbereitet für guten Schnitzel. Und zwar wollen wir... Oh, das tut ihn ja immer noch an. Und zwar tun wir jetzt hier die Putenschnitzel füllen. Welcome to Jordan. Ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet. Zwiebeln, klein gehackt, Tomate, Gurke. Und dazu machen wir jetzt noch ein bisschen Rucola. Ich habe jetzt leider keinen Schnittlauch oder frische Petersilie. Und der Rucola tut es auch. Der kommt dazu. Mit dem Magerquark, mit der anderen Hälfte von vorhin. Dass es bis jetzt sämig wird. So. Und würzen wieder mit ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Milch brauchen wir. Das ist meine Milch. Im Kühlschrank. So, wenn die Milch noch fast voll ist, kippt man die immer so rum, dann kleckert es nicht. Dann spritzt es nicht. Mir ganz clever letzt mein Nachbar erzählt. Was ist das jetzt? Ja, das ist so die Füllung jetzt für die Putenschnitzel. Also für Putenrouladen. Putenschnitzel nimmt man ja einfach nur so aus der Verpackung raus, würzt ein bisschen, anbraten, fertig. Und wie viel Eiweiß brauchen Bodybuilder, um zu wachsen? 2-3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, sagt man so in der Regel. Ja. Wir haben letztens eine Zeitung gelesen, da hat eine Ernährungswissenschaftlerin behauptet, Kraftsportler bräuchten nicht mehr wie 0,8 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, um zu wachsen. Das sind jetzt mal Putenschnitzel. Wie willst du die noch füllen? Das sind relativ dick geschnitten. Das eine habe ich jetzt schon mal aufgeschnitten. Ein Butterfleischschnitt. Ja. Mensch, bist ja voll gebildet. Jetzt muss man sich halt erstmal überlegen, auf welcher Seite man das aufklappt, dass man eine gute Roulade rauskriegt. Und jetzt hoffe ich mal, das geht kein Mensch hin. Der Vorführeffekt. Da schneidet jeder den Finger ab. Ach Quatsch. So. Und jetzt gucken wir mal, dass man das auch gut aufklappen kann. Gibt jetzt eine tolle Roulade. Wenn das mit Bodybuilding nichts wird, machen wir Knallwurf. Ja, gesundes Essen. War ja eigentlich mal so unsere Idee gewesen. Mal schön, wo sind meine Rouladennadeln? Ach, da oben. Mal schön ein Studio mit einem Restaurant zu kombinieren. Wo man praktisch als Bodybuilder auch gleich lecker essen kann. Es gibt schon viele Studios, aber das funktioniert nicht bei uns in Deutschland. So, ist jetzt auch wieder ein bisschen mapschig, aber man stiftet jetzt einfach mal. Also müssten 100 Kilogramm schwere Bodybuilder 300 Gramm Eiweiß essen. Ja. Und in der Diät noch mehr. Rein theoretisch schon, ja. In der Diät würde ich sagen, bis 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ja. Um halt die Muskelmasse durch die Extreme zu erhalten. Ja. Und Kohlenhydrate im Aufbau ungefähr 6 Gramm und in der Diät ungefähr 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Mhm. Und Fett ungefähr 2 Gramm Fett im Aufbau und 1 Gramm Fett in der Diät. Ja? Du bist eine Quelle des Wissens. Und Sex ist verboten. Ach, das ist ja so ein Scheiß. Bumsen macht die Beine schwach, hat ein Rocky seinen Trainer gesagt. Und da halte ich mich immer schon dran. Und da ich seit 10 Jahren ununterbrochen auf Diät bin, wisst ihr, wie es der Simone mal geht. Mhm. Eine kleine batteriebetriebene Freund. Pfui, nee, stimmt nicht. Das hat mich tatsächlich mal einer gefragt, ob Sex Muskelaufbau hindert. Aber das ist Quatsch. Braucht euch keinen Kopf zu machen. So in etwa. Wir können jetzt mal so
Kuchenrouladen aussehen. Bist du dann wahnsinnig? So, vorsichtig um. So, von beiden Seiten anbraten. Und wenn wir die dann mit Wasser aufgießen, stelle ich sie gerade auf die andere Herdplatte und dann zeige ich euch nochmal, wie man eine bunte Kartoffelpfanne mit Hackfleisch und Ei, das ist auch lecker.